Herzlich willkommen bei den Rottal-Inn-Kliniken. Die Rottal-Inn-Kliniken garantieren die umfassende Versorgung der Menschen unserer Region mit Gesundheitsleistungen. Die moderne Schwerpunktklinik in Eggenfelden, die Klinik für Innere Medizin, Altersmedizin und Orthopädie in Pfarrkirchen und die renommierte psychosomatische Fachklinik in Simbach am Inn bilden einen starken Verbund in ihrer Heimat. 1973 wurde das Krankenhaus Pfarrkirchen errichtet. Jährlich werden in den Rottal-Inn-Kliniken rund 35.000 Patienten ambulant und 23.600 stationär behandelt. Mehr als 1.300 Menschen arbeiten in den Rottal-Inn-Kliniken. Ärzte, Krankenpfleger und medizinisch-technische Mitarbeiter begleiten die Patienten von der Prävention über die Therapie bis zur Nachsorge. Wir sind stolz über die hohe Patientenzufriedenheit, die wir in Umfragen immer wieder bestätigt bekommen haben. Auch unsere Behandlungsqualität liegt auf einem sehr hohen Niveau. Dieses wurde in verschiedenen Qualitätskontrollen immer wieder bestätigt. Diesen Erfolg verdanken wir vor allem unseren engagierten Mitarbeitern, die sich mit Kompetenz und Herz um unsere Patienten kümmern. Die Rottal-Inn-Klinik Pfarrkirchen verfügt über folgende Abteilungen, zum Teil in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten. Die Notaufnahme im Krankenhaus Pfarrkirchen steht für alle internistischen Notfälle rund um die Uhr zur Verfügung. Die zentrale Anlaufstelle für alle Notfälle, ob schwere Unfälle oder akute Erkrankungen, befindet sich im Krankenhaus Eggenfelden. Die innere Abteilung des Krankenhauses Pfarrkirchen bietet ein breites Spektrum in der Behandlung internistischer Erkrankungen. Mit unserem erfahrenen Personal und einer hervorragenden technisch-apparativen Ausstattung haben wir uns auf folgende Schwerpunkte spezialisiert, nämlich die Pneumologie und Schlafmedizin, das heißt Erkrankungen der Lunge und der Bronchien sowie Schlafstörungen. Zusätzlich noch arbeiten wir sehr eng mit der Dialyseabteilung, die an unserem Hause angeschlossen ist, zusammen. Um den spezifischen Bedürfnissen unheilbar kranker Patienten sowie ihrer Angehörigen besser gerecht werden zu können, wurde 1997 eine eigene Palliativstation gegründet. In Zusammenarbeit mit Hospizhelfern und Seelsorgern versuchen die speziell ausgebildeten Ärzte und Fachkräfte, die körperlichen und seelischen Leiden der Patienten zu mildern. 2013 zog die Abteilung nach Pfarrkirchen um, wo mehr Räume und Platz für die Patienten und ihre Angehörigen geschaffen wurden. Wir wollen bei unseren Patienten die belastenden Beschwerden möglichst gut lindern. Vor allem Schmerzen, Luftnot, Unruhe, Angst, damit ihre Lebensqualität sich für die verbleibende Zeit möglichst bessert und wenn es zu Ende gehen sollte, dass sie friedlich einschlafen können. Die freundlichen und gemütlichen Räume unserer Palliativstation lassen unseren Patienten und ihren Angehörigen die Möglichkeit, hier in Ruhe Gespräche zu führen und gemeinsam die Zeit hier zu erleben und zu gestalten. Auch im Landkreis Rottal-Inn ist der demografische Wandel spürbar. Im Jahr 2030 wird der Anteil der über 65-Jährigen laut Bevölkerungsvorausberechnung bei rund 40% liegen. Auf diese Entwicklung haben sich die Rottal-Inn-Kliniken mit der im Jahr 2011 eröffneten Abteilung Akutgeriatrie eingestellt. Die Akutgeriatrie, auch Altersheilkunde genannt, befasst sich mit der Diagnostik und Therapie von Krankheiten der älteren Menschen. Anhand eines umfassenden Behandlungsansatzes werden dabei körperliche, funktionelle, geistige, psychische und soziale Aspekte der Patienten berücksichtigt. Auch die Angehörigen werden aktiv in die Behandlung mit einbezogen. Nach schweren Erkrankungen, Schenkel-Halsbruch, Schlaganfall oder Herzinfarkt sind ältere Menschen oft in ihrer Beweglichkeit und Belastung eingeschränkt. In der geriatrischen Reha hilft ein Team aus Ärzten, Pflegern, Therapeuten, Sozialarbeitern und Seelsorgern, dem Erkrankten wieder ein möglichst hohes Maß an Selbstständigkeit zu erlangen und Pflegebedürftigkeit zu vermeiden. Die professionelle Beratung von Ernährungswissenschaftlerin Frau Dr. Kaub und ihrer Assistentin hilft Patienten, ihre Ernährung dem veränderten Stoffwechsel im Alter oder bei Krankheit anzupassen.
Wir geben auch Tipps für die Zubereitung von Speisen, sodass die Patienten einen eventuell erforderlichen Diätplan auch im Alltag umsetzen können. Die orthopädische Abteilung behandelt Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats. Schwerpunkt der Orthopädie Pfarrkirchen ist der künstliche Gelenkersatz an Hüfte, Knie- und Schultergelenk. Weiterhin werden arthroskopische und offene Eingriffe an Knie, Schulter und Füßen durchgeführt. Zusammen mit den ärztlichen Kooperationspartnern werden in der Abteilung jährlich weit über 1000 ambulante und stationäre Patienten aus dem Landkreis Rottal-Inn und den umliegenden Landkreisen beraten und behandelt. Die Rottal-Inn-Klinik Eggenfelden verfügt über die chirurgischen Abteilungen sowie Kardiologie, Neurologie, Gynäkologie und Geburtshilfe. Patienten mit starken seelischen Problemen finden Hilfe in der psychosomatischen Klinik in Simbach am Inn, die von Chefarzt Dr. Jürgen Goster geleitet wird. Patienten aller Fachabteilungen steht ein umfangreiches Angebot an pflegerischen und therapeutischen Leistungen wie Massagen, Krankengymnastik, Logopädie und Ergotherapie zur Verfügung. Die bestmögliche Versorgung unserer Patienten ist oberstes Ziel. Persönliche Zuwendung und Einbeziehung des Patienten eine Selbstverständlichkeit. Wir sind für Sie da, 24 Stunden rund um die Uhr. Die Rottal-Inn-Kliniken nehmen ihre Ausbildung selbst in die Hand. In der Berufsfachschule für Krankenpflege im Krankenhaus Eggenfelden werden junge Leute in Theorie und Praxis zu Gesundheits- und Krankenpflegern ausgebildet und später in allen drei Kliniken eingesetzt. Wer gerne in den Beruf hineinschnuppern möchte, kann ein Pflegepraktikum in den Ferien oder zur Überbrückung von Wartezeit vor der Ausbildung absolvieren. Im Eingangsbereich des Krankenhauses befinden sich ein Friseur sowie eine Cafeteria mit kleinen Snacks für Patienten und Angehörige. Kranksein ist oft mit Ängsten, Unsicherheit und innerer Unruhe verbunden. Unsere herzlichen und engagierten Seelsorger sind für die Patienten da, wenn die sie brauchen. Rund um die Uhr hat die Kapelle im Foyer des Krankenhauses geöffnet und lädt zur Stille und Gebet ein. Die Mitarbeiter des Sozialdienstes helfen den Patienten und Angehörigen bei der Planung des veränderten Alltags nach der Entlassung und bei der Suche nach einem geeigneten Pflegeheimplatz. Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Nutzen Sie auch das Meinungsformular in der Patientenmappe. Das Team der Rottal-Inn-Kliniken wünscht Ihnen eine schnelle Genesung und einen angenehmen Aufenthalt in unserer Klinik.